So. Da ist Tar. Der Sohn vom Windspeer. Den Göttern sei Dank, befreit mich und wir sind auf und davon. Ich fürchte, die Schlüssel sind magisch. Der Zauberer, der mich herbrachte, besaß eine Art Schlüssel. Ich weiß nicht, wie man sich ihn beschaffen kann. Ich habe Firkrak gesehen. Begebt euch meinetwegen nicht in Gefahr. Versucht den Schlüssel des Magiers zu erlangen. Dann werden wir von hier fliehen. Neuer Tagebucheintrag. Ja. Ich habe Gavins Kind eingesperrt in einer Zelle gefunden. Die Zelle wurde offensichtlich magisch versiegelt und den Schlüssel könnte der Magier besitzen, der hier irgendwo ist. Gavins Kind wartet mich auch vor Firkrak. Er ist extrem gefährlich. Doch ich brauche ihn gar nicht zu töten. Es reicht, wenn es mir gelingt, den Schlüssel zu besorgen und das Kind zu befreien. Ja, und ich habe hier noch den Kanalisationsschlüssel. Der Schlüssel steht ganz gleich nach Abwässer. Dort, wo ihr den Schlüssel gefunden habt, gibt es aber weit und breit keine Abwasserkanäle. Das Schloss, zu dem der Schlüssel passt, muss sich also ganz woanders befinden. Ja. So, dann heißt es jetzt wohl hier die Treppe runter. Ihr müsst eure Gruppe erst. Jo. Damit sind wir wohl im untersten Geschoss angekommen. Bei einer richtig bösen Sache. Da ist der Zauberer. Willkommen. Ihr seid gekommen, wie ich es gewünscht hatte. Ein interessantes Spiel. Aber ehrlich gesagt, es ermüdet mich langsam. Ja, und da ist der wahre Firkrak. Der rote Drache. Ungeheuer, warum habt ihr mir das angetan? Warum versucht ihr, meinen Ruf zu ruinieren? Da bin ich also. Warum habt ihr das getan? Warum habt ihr diese Konfrontation erzwungen? Genau wie ich. Ich kenne nicht einmal den Grund dafür. Nehmen wir das nächste. Mittlere. Für meine Neugier und meine Erinnerung an lange zurückliegende Missetaten. All das spornte mich an. Aber ihr werdet immer langweiliger. Wovon sprecht ihr? Erklärt es mir. Das sagt mir gar nichts. Ihr schlängelt euch um die Wahrheit herum, wie eine Katze mit der Maus spielt. Wovon sprecht ihr? Erklärt es mir. Gut, eine ausführliche Antwort. Eure Väter interessieren mich. Eure Abstammung kreuzt das Sterbliche und das Spirituelle. Und beides betrifft mich ein wenig. Es geht mal wieder um Baal. Orion zog euch auf. Ich weiß dies von meinen Spionen und meinen Anhängern. Sie sind sehr geschickt darin, wenn ich sie bitte. Gorion war mehr euer Vater als irgendwer sonst. Er war zu seiner Zeit auch Abenteurer. Er kreuzte vor langer Zeit meinen Weg, er und seine Harfner-Freunde. Ich trage noch die Narben dieser Begegnung. Der ist also noch immer nachtragend. Gorion hat einmal gesagt, dass er und etliche andere Harfner einen Drachen im Sturmhorngebirge eine schwere Niederlage beigebracht haben. Mir war nicht klar, dass es sich hierbei um eben diesen Drachen gehandelt hat. Er steht jenseits meiner Rache, denn er ist tot. Und so kümmere ich mich um andere Dinge. Ich könnte seine Seele quälen, indem ich euch vernichte. Wo immer er auch ist, er würde vor Wut schäumen. Das kann nichts alles sein. Solch eine alte Schuld erscheint mir belanglos zu sein. Und all das, weil ihr einen toten Mann grollt, seid ihr verrückt? Reizen wir ihn mal nicht. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, diese Missetat zu vergessen, doch in Drachenzeitaltern gerechnet, es ist noch nicht so lange her. Es war euer Vater, der mich neugierig machte. Ihr seid ein Kind voll Baal, was für eine interessante Person für ein Studium oder so, dachte ich. Eigentlich seid ihr nicht so anders, trotz eurer kleinen persönlichen Gefechte. Wirklich interessant wird euer Konflikt mit John Irenicus. Das ist etwas, das ich gern sehen würde. Also schenke ich euch das Leben. Tut damit, was ihr wollt. Ich vermute, ihr steckt mit dem Sadisten unter einer Decke, nicht wahr? Würde mich nicht überraschen. Was wisst ihr von Irenicus? Könnt ihr mir helfen, ihn und den Mond zu finden? Nein, wir bitten dir nicht um Hilfe. Ich habe mit dieser Kreatur keine Abmachung. Ich bin einfach nur an eurem Zusammentreffen mit ihm interessiert. Ja, das ist bestimmt sehenswert. Ich habe jetzt genug von euch. Ich werde euch nicht mehr verspotten. Das ist für mich so zum Hobby geworden, dass ich euch nichts nachtrage. Ihr dürft gehen.
Oh nein, es ist noch nicht vorbei. Ihr schuldet mir was. Ich kann nicht ohne Gavins Kind gehen, ihr wisst das. Das war's, also ich darf wegtreten. Ich fürchte, ich kann die Sache nicht so friedlich enden lassen. Nun gut, ich nehme die Gelegenheit wahr und werde euch nicht mehr belästigen. Ja, was ist mit Gavins Kind? Weiß ich das? Wirklich? Oh, sehr gut. Die Göre war nichts weiter als ein Abfallprodukt meiner Nachforschung über euch. Das Kind hat sich als nicht interessanter als sein Vater herausgestellt. Ich habe schon vor ein paar Jahren aufgehört, ihn zu verhöhnen. Nur durch eure Ankunft ist er da hineingeraten. Da bedauere ich, dass ich gekommen bin. Ich möchte seinen Kummer nicht noch weiter verstärken. Sein Leiden hat nie aufgehört. Ihr habt seine Ländereien genommen. Ich denke, er ist jetzt bestimmt glücklicher, da die Last der Führung von ihm genommen wurde. Diese Hartnäckigkeit nahm mir die ganze Freude an seinem Untergang. Es bleibt mir nur noch, ihn zu töten und das Land überschreiben zu lassen. Ihr rettet das Kind vor meinem Diener und fühlt euch entlastet. Glaubt nicht, dass es leicht wird. Ich kontrolliere meine Subjekte ständig und sie wissen, dass Versagen den Tod bedeutet. Konstor, geh zu dem Kind. Falls Talisa es dir nicht abnehmen kann, dann töte es. Ich werde das Kind retten und später zurückkommen, um mit euch abzurechnen, Vierkack, das schwöre ich. Ich danke euch für diesen Akt der Barmherzigkeit, auch wenn er verschleiert ist. Ich werde Gavins Kind retten, nachdem ich euch getötet habe, Ungeheuer. Ich komme, um abzurechnen. Tut, was ihr müsst. Es interessiert mich, sage ich nicht, bis die Zukunft das jetzt wird. Wenn ihr möchtet, dass ein Zusammentreffen vermeidbar wird, dann wisst ihr, wo ich auf der Lauer liege. Geht jetzt fort und kümmert euch um eure kleine Rettungsaktion. Lasst euch Zeit, genießt das Leben, es steht euch noch viel bevor. So können wir es nicht enden lassen, nicht wahr? Dies ist ein mieses, legendäres Ungeheuer. Auf keinen Fall werden wir es mit seinen Manipulationen durchkommen lassen. Zu viele haben schon unter seinen Launen gelitten. Ich für meinen Teil würde es vorziehen, diesen Ort heil zu verlassen. Aber das ist natürlich Talisas Sache. Wenn sie sagt, wir kämpfen, dann werde ich mein Bestes tun. Ich kämpfe immer gern für das gute Talisa, aber dieser Drache ist so, als wäre bestimmt keine... Also es wäre bestimmt keine Feigheit, ein anderes Mal wiederzukommen mit größeren Schwertern. Ja. Der da ist sogar noch stärker als der Schattendrache, übrigens. Unser lieber Vierkark. Das erinnert mich daran, ich könnte mal kurz eine Aufklärung machen. Es gibt drei... Im Großen und Ganzen gibt es sehr viele Versionen von Drachen. Von jungen Würms über Jungdrachen bis zu alten Wyverns. Schlag mich tot. Im Großen und Ganzen lassen sie sich in drei Gruppen unterteilen. Wie komme ich jetzt auf vier? Nämlich die Farbdrachen, die Metalldrachen und die Edelsteindrachen. Und ja, im Großen und Ganzen kann man sagen, Farbdrachen sind im Durchschnitt immer böse. Metalldrachen sind immer gut und Edelsteindrachen sind meistens neutral, solange man nicht eben ihren Hort plündern oder ihre Kinder entführen will. Also zum Beispiel der schwarze und der rote Drache jetzt sind böse, weil es Farbdrachen sind. Ein Silberdrache oder ein Golddrache sind Metalldrachen, die sind eher gut. Die wollen nichts Böses, solange man ihnen nichts Böses will. Edelsteindrachen, wie zum Beispiel Smaragd- oder Rubindrachen, sind einfach nur geldgierig. Und das war's auch schon. Halte die Augen auf. Man kann. So, dann kümmern wir uns mal um unseren Feind hier. Ein Tänzchen gefällig? Da kommt Dummkopf und lasst mich dem Wesen, dem ich diene, beweisen, dass ich seiner würdig bin. Können wir nicht darüber reden? Es gibt nichts zu diskutieren. Ich werde hier mein Glück machen oder sterben. Seht her, Fürst Vierkrack, seht her. Also dieser Konster da... Bann mal seine ganze Magie, wenn möglich. Oder töten wir ihn einfach. Auf, ihr Tölpel. Ihr packt mich ja völlig falsch an. Und wo? So. Zu leben heißt gut und lang zu leben. Wer hat noch irgendwo Platz im Inventar?
Niemand. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Oh, ich weiß, wie wir Platz machen können. Dumm die Dumm. Ich warte. Wir haben keine große Herausforderung. So, da ist nichts. Danke sehr, wir müssen hier weg. Wir treffen uns bei der Hütte meines Vaters. Ja. Die Rettung des Kindes von Gavin vor 4K. Das ist zwar nicht der Ausgang, aber sei es drum. Ich habe Gavins Kind befreit und es machte sich schnell daran, aus dem Verlies zu fliehen. Nun sollte ich, wenn ich mich nicht dazu entscheide, gegen 4K anzutreten, zu Gerrits Hütte zurückkehren. Meine Aufgabe hier ist endlich erledigt. Mhm. Ja. 4K persönlich. Ich habe jetzt den warmen 4K getroffen, einen gigantischen roten Drachen. Er hat mich nur wegen einer alten Rechnung gequält, die er noch mit Gorion offen hat, und weil er wenig mit meinem Status als Kind von Bard an meinem Status interessiert war. Wie dem auch sei, sein Interesse an mir ist versiegt und er hat einen seiner Diener ausgesandt, der jetzt die einzige Hürde zwischen mir und Gerrits Kind ist. Er wird mich also nicht angreifen, aber ich bin sicher, wir sind noch nicht miteinander fertig. Mhm. Ja, damit wäre die Reise zu den Windspeerhügeln auch abgeschlossen. Fragt nur. Wir müssen nur noch hier heile rauskommen. Ja, und 4K von töten. Hm. Wobei ich mir ehrlich nicht mehr sicher bin, welcher Drache jetzt eigentlich stärker ist. 4K oder der Schattendrache? Ich habe in Erinnerung, dass es 4K ist, aber ich kann mich auch irren, weil der Schattendrache eigentlich auf Gift spezialisiert ist. So, hier kommen wir heile raus, ohne dass uns einer belästigt. Oben könnten uns wieder vampirische Nebel angreifen, wenn sie respawned sind. Nach der Zeit. Was immer ihr wünscht. Sieht bis jetzt aber nicht danach aus. Dafür ist. Dafür sind halt Hobgoblins gespawnt, hä? So, dann gucken wir mal, was die dabei hatten. Ah, Tränke. Haben wir noch einen Stack, den wir angebrochen haben? Ja. Als Kette ist okay. Ein Wundenheilzauber ist auch gut. Und das war's auch schon hier. Neue Pfeile plus 1 ist auch gut. Ein Ring. Noch ein Ring. Jetzt sind wir wieder voll bis oben hin. Von denen habe ich aber definitiv schon welche hier jetzt. Genau. Schmieren ist jetzt nicht so wertvoll und den Ring da, den kannst du behalten. Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. Wir haben jetzt erstmal so viel Schmuck, den wir verkaufen können. Nö.
Luchsauge. Haben wir irgendwo ein Luchsauge noch rumliegen? Ne, das ist ein Wasserstern, kein Luchsauge. Schade. Okay. Ich war euer Wunsch, ist mein Begehr. Ihr müsst. Dann raus hier. Keine große Herausforderung. Oh, es ist Tag. Auch gut. Die Natur nimmt das Leben der Zigarren. Oh, wie peinlich. Wieder Orks. Wie eure Stunde wird noch gefährliches Fürchter. Ihr braucht meinen Rat, nicht wahr? Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Gut, das war's. Der letzte läuft nämlich weg.